Vor den Toren Kölns, verborgen am nordöstlichen Rand der Eifel, liegt ein Ort mit magischem Reiz. Denn in dem kleinen Dorf Satzwey steht eine der schönsten Wasserburgen des Rheinlands. Wow, wie so ein Märchenschloss. Was es bedeutet, ein so altes Gemäuer in Schuss zu halten, das wird uns Jeanette Gräfin Beißel verraten, die heute übrigens Geburtstag hat. Das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, das ist ja nicht zu fassen. Wir haben versucht, sie so originalgetreu wie möglich nachzuempfinden. Das ist der Weiher eigentlich. Ja, ich weiß. Das ist ja toll. Gräfin Beißel stammt aus den USA. 1984 heiratete sie in die gräfliche Familie ein. Seitdem ist sie begeisterte Burgherrin und kümmert sich mit großem Elan um den Beißelschen Besitz. Uns gewährt sie heute einen exklusiven Einblick hinter die Burgmauern, die voller Geschichte und Geschichten stecken. Eigentlich sieht man, wenn man den Eingang sich anschaut mit diesem Gewölbe, wir reden jetzt um 1890 herum und der Urgroßvater meines Mannes hat das ja hier umgebaut, weil es nicht groß genug war, weil es nicht repräsentativ genug war, um da zu wohnen. Das wurde immer von Verwaltern bewohnt. Und somit war eine Riesenbaumaßnahme und hier war dann so sein Empfangsraum. Wir sind also quasi im neuen Teil der mittelalterlichen Burg. Das von dem Mittelalter sehen wir ja auch hier an den Gemälden. Das sind Bilder aus 1920. Dieser Herr hier hat die gemalt und ich vergesse leider mal, wie er heißt. Er heißt Herr Wagenknecht. Nein, heißt er nicht, ne? Wagenstecher. Und der hat die gemalt und die sind gefunden worden von meinem Mann und unserer Tochter irgendwo auf dem Speicher, nicht hier. Und im schlechten Zustand und wir haben sie dann restaurieren lassen, weil das Thema Ritter zu unserem Thema Ritterspiele, wir waren ja die Ersten in Deutschland, die das gemacht haben vor über 30 Jahren, passt das halt sehr gut. Jedes Jahr an Pfingsten und im September finden auf Burg Satzwey die sogenannten Ritterspiele statt. Dann tauchen die Darsteller in ein anderes Leben ein und bieten den Besuchern mittelalterliches Spektakel. Wie sind Sie eigentlich auf diese mittelalterliche Ausrichtung gekommen? Ja, mein Mann. Mein Mann hatte die Idee und daraus sind dann diese mittelalterlichen Spiele entstanden, so nach und nach. Seit wann machen Sie das? Er hat angefangen 1981. Ja, genau. Und wir natürlich auch im Kostüm, ja. Wir haben uns nicht gescheut. Wir waren und sind Leib und Seele immer bei unseren Projekten dabei und haben uns also mittelalterlich gekleidet und sind dann auf Messen gegangen. Ich habe aber auch schon ein Foto gesehen von Ihnen. Sie haben auch in mittelalterlichen Kostümen oder Gewandungen geheiratet? Ja, also der Polterabend. Den Polterabend haben wir mittelalterlich gestaltet und unsere ganzen Gäste haben geflucht, weil sie alle eben auch kostümiert kommen müssen. Und es war dann ein Riesenfest mit Gauklern und deftigen Braten und Bier und Musikanten und war sehr lustig. Jetzt gehen wir ins Esszimmer. Wie haben Sie Ihren Mann eigentlich kennengelernt? Ich habe ihn kennengelernt in Kitzbühel und da war ich mit meinen Eltern und das ist irgendwie leider nicht sehr ordentlich hier. Macht das was? Wollen wir das ein bisschen zusammen ordentlich? Also mich stört's. Dann mache ich das. Soll ich mitmachen? Ja. Welchen Abstand sollen die denn haben? Naja, so wie bei der Queen. Okay. Das ist ja so eine halbe Handbreite. Ja, sowas. Ich habe ihn kennengelernt in Kitzbühel, da war ich Skifahren. Und gemeinsame Freunde haben uns vorgestellt an der roten Ampel auf der Straße. Ich habe meinen Mann auf der Straße kennengelernt. Wie war so Ihr erster Eindruck von der Burg damals? Na, zauberhaft. Ja, und dieser Mittelaltermarkt. Ja, Wahnsinn. Das ist wie, man steigt ein in eine komplett andere Welt. Ne? Komplett. Entspricht denn noch dieser romantische Eindruck von damals, entspricht das noch so der Nicht Wirklichkeit? Wirklich, nein. Die Wirklichkeit ist hart, es ist kalt hier, das Dach leckt manchmal, die Heizung ist immer ein Thema bei allen. Das Sauberhalten, das Überlegen, wie kriegen wir das überhaupt gemanagt, dass wir Gelder genug haben, um die Burg zu erhalten, die ja seit 300 und x Jahren in der Familie ist, das ist die Realität des Lebens. Es ist also eine Menge zu tun für das Leben in solch malerischer Kulisse. Der Aufwand ist beträchtlich.
Eine Burg ist eine Geldvernichtungsmaschine und das schon seit 1000 Jahren. Für den modernen Besitzer eine Hypothek, wenn er sie in klassischer Weise weiterführt. Und klassisch heißt, wie man sich ebenso ein adeliges Leben vorstellt. Der Adel hat dann einfach von der Substanz gelebt, also Immobilien verkauft, Ländereien verkauft, Wälder verkauft. Aber das ist eine endliche Ressource. Ne? Und im Augenblick muss man sich was anderes einfallen lassen. Die Burgen werden älter und teurer. Der adlige Lebensstandard ist nicht mehr aufrechtzuerhalten, denn da gehört eine Menge Personal zu. Und Satzfey ist eine sehr kleine Herrschaft gewesen mit 300 Hektar Land. Da kann man keinen Haufen Bedienstete von unterhalten. Zumal man bedenken muss, dass die Häuser heute eine Mindestunterhaltungssumme von 150.000 Euro pro Jahr verlangen. Wenn sie so groß sind oder so klein wie Satzfey und wenn sie so groß sind wie Gümnich oder Frenz, dann steigt das ohne Begrenzung. Veranstaltungen wie die Ritterspiele brauchen die Hausherren, um wirtschaftlich zu überleben. Aber das Leben im Trubel, hallo Olaf, bietet auch Vorteile. Eine eigene Gastronomie beispielsweise. Hallo Marcello. Grüß Sie, Marcello, hallo, freue mich sehr. Na, wir freuen uns, dass wir gelegentlich zusammen essen. Ne? Und hier kommt der Chef. Ach, weiß ich, grüße Sie. Ja, haben Sie kalte Füße? Ja, ja, ist auch nicht so warm bei Ihnen. Nee. So. Ja, das ist der Richtige. Ja. So, und da auch wieder mit unserem Wappen. No, das ist Gimlicher Kerker. Ach, haben Sie eine eigene Edition? Ja, sowieso. Ja. Und das ist die Chefin vom Chef. Wir dürfen vorstellen. Chica. Ja, hallo. Ja, hallo. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Ja, ist ja noch. Wie sind Sie denn auf diese Ritter- und Mittelalter-Idee überhaupt gekommen? Ja, eines Tages sitze ich in meinem Büro. Ich hatte vorher den ganzen Haus ein Antiquitätenzentrum und eines Tages kommt, sehe ich im Tor, warte auf Kunden, und sehe im Tor ein kleines fieses Männlein stehen. Also, das ist ein rheinischer Ausdruck, ne? Fieses Männlein, fieses Fies. Und er hatte Sandalen an, Ringelsöckchen, Stoppelbeine, kurzes Ringelsöckchen, kurzes Höschen, obendrauf ein schwer gestreiftes T-Shirt und obendrauf so ein Kopf mit so einem Prinz-Eisenherz-Schnitt und mitten in dem Gesicht so eine Knolle von Nase und die war rot. Also, naja, und also kam er in die Halle rein, guckte oben auf ein Bild. Kenne ich. Ich sag, scheiße, der spinnt ja auch noch. Woher kennen Sie? Ja, ich habe früher schon mal gelebt. Und den da hinten kenne ich auch. Ich sag, ja, ich war früher auch von Adel. Oh, ich sag, scheiße. Naja, okay, es ging also hin und her und hü und hot. Und er hat also früher schon mal gelebt, war von Adel. Und also was ist denn heute von Beruf? Heute wäre auch Ritter. Ich sag, jetzt gehst du am besten. Ich sag, was machen Sie denn beruflich? Sie müssen auf was arbeiten. Ja, ich bin Maschinenbauer bei Jagenberg. Ich sag, Gott sei Dank, da kommt nicht aus der Irrenanstalt. Ne? Ich sag, was machen Sie denn? Machen Sie den Karneval oder was? Nein, wir machen historische Umzüge. Ich sag, haben Sie denn schon mal ein schönes Turnier oder irgendwas? Ja, das wäre sein Traum. Ich sag, können Sie sich das vorstellen, hier im Park der Burg das zu machen? Wie, sagt er, dürfen wir das? Und damit war es geboren. Kostümfeste hat es zwar auf Burg Satzfey schon immer gegeben, aber professionalisiert wurde das Treiben erst von jenem Männlein, das sich Kunibert nannte. Gibt es noch das kleine fiese Männlein? Nein, leider nicht. Der hat es irgendwann verrissen. Aber wir haben einen Gedenkstein für ihn. Vorne im Park. Ja? Ja. War das für Sie eine große Umgewöhnung, jetzt quasi so als Schlossherrin auf eine Burg zu kommen? Die Umgewöhnung war schon, aufs Land zu kommen. Aber dadurch, dass ich sofort mit beiden Füßen reingesprungen bin in dieses kalte Gewässer der Burg, hatte ich sehr viel zu tun. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und das ganze antike Interieur? Das ganze antike Interieur, ja. Ihr Mann ist mal Antiquitätenhändler, sagen Sie? Antiquitätenhändler, aber das sind zum Teil schon Sachen, die zur Familie gehören. Und das hier ist ein witziges Teil. Das stand früher bei uns oben in der Wohnung. Das ist ein Puzzleschrank. Ein Puzzleschrank? Ja, meine Schwiegermutter hat ja hier gelebt als Kind. Hier sieht man Talali, da war mal was. Also hier ist der Schlüssel für dieses kleine Türchen. Und wenn man das aufmacht hier, sieht man nochmal solche Schubladen. Und wenn man diese Schubladen aufmacht, sieht man, dass die nur so halb so groß sind wie die. Warum?
weil dahinter ist nochmal so ein Teil mit solchen Schubladen. Und das ist natürlich spannend, weil da waren die Geheimnisse drin. Und als ich hierher zog, habe ich gesucht nach Schmuck oder nach einem Schatz oder nach Liebesbriefen, Skandale. Nix, gar nichts. Nichts. Nichts zu finden, leider Gottes. Gibt es denn Skandale in der Familie? Ja. Klar. Ja? Ja, soll ich das? Ich erzähle es Ihnen sogar. Der Skandal betrifft die Dame, die dort hängt. Das ist die Urgroßmutter meines Mannes, eine Baronin von Schrader. Ihr Mann, der Baron von Schrader, war am Hofe von Wilhelm II. In Potsdam, ich wollte gerade sagen Kammerjäger, Kammerdiener, also ja. Das war wie ein Minister so zu sehen. Und es gab ein Schloss Grunewald und da haben verschiedene Adlige nach dem Schlittenfahren, 15 Leute waren beteiligt, eine Orgie gefeiert. Vor mehr als 100 Jahren wohlgemerkt. Gerade erst hatte man die Freikörperkultur entdeckt. Aber freizügig war die Gesellschaft damals nicht wirklich. Das war ja die feine Gesellschaft und die hatte sich auch fein zu benehmen. Aber das waren sie nicht. Hier im Jagdschloss Grunewald kam es zu sehr heftigen Partys und auch zu Sex. Es waren Männer und Frauen und alle adlig, einige hochadlig. Es war die Schwester des Kaisers, Charlotte, die Erbprinzessin von Meiningen. Und auch ein Schwager des Kaisers und eben auch Baron Schrader und Baronin Schrader und weitere Adlige. Es ging darum, dass die Frauen sich die Sexualpartner aussuchten und die Herren die Herren. Das heißt, es gab also Sex, der von Frauen ausging, das war schon ein Tabubruch. Und es gab Sex zwischen Männern, das war ein noch größerer Tabubruch. Und das wurde bekannt. Und danach kursierten kleine Blättchen, Pornoabbildungen, wo die Köpfe abgeschnitten waren. Und irgendjemand hat dann die Namen der Beteiligten da drauf geschrieben und hat sie dann bei Hofe umgereicht. Es waren sehr obszöne Briefe, teilweise auch mit pornografischen Fotos, die es schon gab. Und dann wurden die beim Frühstück den Herrschaften vorgelegt. Und dann fielen dann diese pornografischen Bilder da heraus. Oder die Briefe wurden sowieso gelesen. Und das Personal war natürlich auch ein bisschen klatschsüchtig und erzählte das. Und dann war das natürlich das Tagesgespräch. Und dann kamen die Journalisten. Und dann war der Skandal perfekt. Als Fall von Kotze geht er in die Geschichte ein. Fakt ist, dass eben ein Teilnehmer, nämlich ausgerechnet der Zeremonienmeister, der an sich dazu da war, für gutes Benehmen und auf gutes Benehmen zu achten, Leberecht von Kotze verdächtigt wurde. Und damit nahm jetzt dieser Sexskandal eine andere Wendung, wurde zu einem Hofskandal und dann letzten Endes generell zu einem politischen Skandal. Und von Kotze verdächtigte nun, und da hat er auch Grund dazu, seinen Kollegen, den Zeremonienmeister von Schrader, Baron von Schrader, dass der ihn denunziert hatte, der ihn schlecht gemacht hatte in der Hofgesellschaft und beim Kaiser selber. Und dann hat der Baron von Schrader hat ihn zum Duell aufgefordert, um eben die Ehre der ganzen Adligen, die da beteiligt waren, zu retten. Eines der letzten Duelle, das in Deutschland stattgefunden hat. Bei diesem Duell war das sogenannte Barriere- oder Avance-Verfahren, sodass die Leute, die Duellanten, aufeinander losgingen und so lange feuern konnten, wie sie wollten. Da war der Tod eines der beiden oder sogar beider Duellanten geradezu vorhersehbar und vielleicht sogar eingeplant. Dann erlag der Baron von Schrader und war tot. Das Ganze war sehr unehrenhaft, weil das Duellieren war verboten. Und inwiefern war jetzt die Baronin von Schrader da verwickelt auch in die Orgie? Sie war auch da mit dabei in diesem Fest. Und der Wilhelm II. Fand sie so schön, der hat sie malen lassen und hat dieses Bild ihr geschenkt mit dem Rahmen. Und seitdem hängt es hier. Und das ist die Urgroßmutter meines Mannes, also die Großmutter meiner Schwiegermutter. Seit wann ist die Burg in Familienbesitz? Seit ungefähr 380 Jahren.
aber 1396 erstmals erwähnt. Ja. Und das ist auch noch der Anbau. Also wir befinden uns in einem komplett neuen Teil. Und wo ist der alte Teil? Da gehen wir jetzt rein. Der riecht auch ein bisschen älter. Und ist in Satzwey auch kleiner, als man annimmt. Ein in sich geschlossener, bewohnbarer Wehrbau. So wird Burg definiert. Das Grundprinzip einer Burg ist es, dem Feind möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten und ihn auf Distanz zu halten. Bei einer Höhenburg macht man das, indem man die Burg auf dem Berg legt. Da muss er erstmal hoch. Diese Distanz zu überwinden ist Arbeit. Wenn Sie sich vorstellen, dass er bis zu 60 Kilogramm an Ausrüstung und Rüstung am Körper trug und außerdem von oben mit Steinen und Pfeilen beschmissen wird, ist das sehr unerfreulich. Bei einer Landschaft, die weitgehend flach ist, muss man sehen, dass man den Feind auf andere Weise auf Distanz hält, in dem Falle also durch Gräben. Und dann hatte man einen bis zu 3 Meter tiefen und bis zu 30 Meter breiten Graben. Da mussten die Jungs erstmal drüber. Und in der Zwischenzeit, sie waren dann ja sehr langsam, konnte man sie in aller Ruhe von der Burg aus bekämpfen. Wenn das jetzt hier der alte Teil ist, ist das von der Grundfläche ja auch nicht besonders groß Nein, gewesen. Genau. Ne? Ja, da war noch nebenan, wo das Büro jetzt ist, war so eine Art Küche und unten der Gewölbekeller. Ihre Schwiegermutter ist eine geborene Wolf Metternich. Genau. Und ihr Schwiegervater ist ein Beißel von Gimnich. War es für Sie schwer, als Bürgerliche in so zwei alte Adelsgeschlechter einzuheiraten? Ist es schwierig, in der älteren Generation, wenigstens habe ich das damals schon ein bisschen so empfunden, eine Amerikanerin von der neuen Welt so gleich als Schwiegertochter gleichsinnig zu akzeptieren. Das war schon, glaube ich, nicht mein Problem, sondern das Problem der älteren Generation. Gelegentlich empfand ich das so. Inwiefern hat man Sie das spüren lassen? Ach, am Anfang, glaube ich, war den Schwiegereltern vielleicht nicht so bewusst, dass ich mit der Kultur in Europa wie selbstverständlich umgehen kann. Das hatten Ihre Schwiegereltern Ihnen nicht zugetraut, weil Sie aus Amerika kommen? Ich weiß es nicht genau. Also ich will jetzt nicht meine Schwiegereltern als negativ darstellen, aber ich glaube, es war für sie befremdlich, dass mein Mann eine Amerikanerin heiratet. Ich denke, sie hatten sich das anders vorgestellt. Adeline Reichsgräfin Wolf Metternich zur Gracht heiratete 1944 Franz Josef Graf Beißel von Gymnich. Mitten im Zweiten Weltkrieg. Vater, der war Berufssoldat und war also eingetreten als junger Leutnant mit 19 Jahren, nachdem er sein Abitur gemacht hat. Er wollte eigentlich studieren, Zahnmedizin oder irgend so etwas. Hatten die Eltern aber gesagt, nein, man geht also als Erbe geht man in die Kavallerie, wo die ganzen alle Standesgenossen auch sind. Und da hat er dann eine Laufbahn gemacht. Ne? Der Vater dient erst in Frankreich, dann in Russland, wo er später auch in Gefangenschaft gerät. Im Frühjahr 1945 marschieren die Amerikaner in Nordrhein-Westfalen ein. Sie kommen auch durch Mechernich und Satzwey. Also im Zweiten Weltkrieg ist die Burg, hat einige Schäden mitbekommen. Das Dach war sehr deliert. Es sind 2 Brandbomben reingefallen ins Haus, die aber nicht hochgegangen sind, sodass es nicht ausgebrannt ist oder irgendetwas. Es war halt ziemlich viel kaputt. Die Bomben sind alle drumherum gefallen, in Weiher und auch auf den Hof, waren riesengroße Bombentrichter. Aber Gott sei Dank keine ins Haus. Und das ist eigentlich ein großes Plus gewesen. Wir hatten aber ein anderes großes Plus. Es wurden sehr viele Kunstschätze aus Köln eingelagert, hauptsächlich vom Kölner Dom. Das war auf den Karten überall als Kunstlager deklariert und so wurde es also etwas verschont. In der Nachkriegszeit lebt die Familie hauptsächlich von der Landwirtschaft. Schon bald kehrt der Vater aus der Gefangenschaft heim. Wir haben eine sehr schöne Kindheit hier gehabt. Die Eltern haben also immer versucht, uns möglichst viele Freunde zu machen, auch Freude selber zu machen mit uns Aktivitäten, ob das nun Reiten war, Schwimmen oder auch auf Jagd gehen und so etwas. Man wurde einfach angeleitet. Und wie wir älter wurden, wenn sie schulpflichtige Ecke kamen, haben wir sogar ein Kinderheim hier gehabt, dass wir also Diplomatenkinder aufgenommen haben, die von hier aus zur Schule gingen. Und da sind auch ganz viele alte Freundschaften daraus entstanden.
Also mein Vater hat eine Zeit lang den Betrieb selber geführt und auch selber bewirtschaftet. Also man hat ja hauptsächlich gelebt von Vermietung und Verpachtung. Und den Wald hat man halt selber gemacht und das war schon ein sehr angenehmes Leben. Die haben nicht so kämpfen müssen, wie wir heute kämpfen müssen. Es war ein Forst- und Landwirtschaftsbetrieb. Da konnte man früher von leben, heute geht das nicht mehr. Das ist ja alles auch ganz schön kühl hier bei Ihnen und hier wird es jetzt endlich muckelig warm, weil das Ihre privaten Räume ja, sind. Ja, genau. Das sind unsere privaten Räume, in denen wir uns gelegentlich aufhalten, wenn wir nicht gerade irgendwelche Veranstaltungen planen oder im Büro sind. Das ist eigentlich selten, dass wir die Muße haben, uns hier gemütlich hinzusetzen. Weihnachten sind wir hier oder wenn wir Freunde haben, sind wir auch hier oder nebenan. Wir haben ja hier mehrere. Und auch die ganzen Familienfotos. Familienfotos, ja. Goldig, wie alt sind die beiden heute? Patricia ist 26 und Max ist 23. Und die Namen Patricia und Max? Gibt es da eine Geschichte zu? Ja, Patricia, ich war sicher, ich kriege einen Jungen. Das wusste ich damals nicht, wollte es auch nicht wissen. Und als er dann geboren war und ich hatte einen Kaiserschnitt und war voller Drogen und alles und war überhaupt nicht da. Und dann kam Papi an und als Good Irish Catholic, St. Patrick ist der irische Patron von Irland. Und dann haben wir sie Patricia deshalb genannt. Patricia Caroline Anita für die Paten und Max Dominic August Pierre für seine Paten. Pierre. Sein Patenonkel ist Pierre Brice und deshalb hat er den Namen Pierre bekommen. Wie kommt er denn zu Pierre Brice als Patenonkel? Ja, weil meine Schwiegermutter war dabei bei der Geburt von Pierre Brices Ehefrau und dadurch kam das Kennenlernen von Pierre. Und Ihr Mann und Pierre Brice sind jetzt Freunde und Pierre Brice ist der Patenonkel von Max. Ja. Pierre Brice heißt eigentlich Pierre Comte de Brie und ist eine alte adlige Familie und hier hat man dann diesen Künstlernamen Pierre Brice gemacht. Und naja, er war Patenonkel und auch in der Kirche und hat auch ein sehr lustiges Geschenk dem Max gegeben. Vielleicht darf ich Ihnen das zeigen. Das ist, hat er ihm zur Taufe geschenkt. Da sieht man das Geburtsdatum von Max und da sieht man hier unten Max Dominic August Pierre und das ist ein Kinderschuh von Pierre Brice, als er Kind war. Wahnsinn, das ist aber auch wirklich für einen kleinen Kunde. Ja. Wie haben Sie denn eigentlich Ihre Kinder so vorbereitet auf das Erbe? Einer von den beiden wird ja einmal das Erbe hier antreten müssen, ne? Genau. Das haben wir nicht so, wir haben einfach gesehen, wo die Interessen hingehen. Und bei Patricia waren die Interessen immer da. Die hat als kleines vierjähriges Kind schon gesehen, dass die Außenmauer der Burg anders ist an einer Stelle und hat den Papi gefragt, kann das sein, dass da mal ein Fenster war? Oder guck mal, da oben ist das Fenster kaputt oder so. Die hat sich immer sehr interessiert und war auch damals mit diesen ganzen Verkleiden als Ritterfräulein und so weiter bei ganz am Anfang der Ritterspiele begeistert dabei. Bist du denn hier Tochter? Wissen das alle? Ja, sie wissen schon, aber ich will es immer so machen, dass sie es vergessen, weil ich will auch als normales Mädchen dabei sein und nicht als Tochter. Und ach, da müssen wir mal gucken, was irgendwie, sagen wir nicht zu viel, wenn die Tochter dabei ist oder so, sondern ich will schon normales Mädchen halt sein und nicht irgendwie herausgehoben werden oder etwas Besonderes angesehen werden. Funktioniert das? Ja, doch. Ich sag das auch, wenn irgendjemand kommt und sagt, ach guck mal, die kleine Gräfin, sagt jemand, nee, ich bin ein normales Mädchen, ich will auch nicht als Gräfin angesehen werden oder so, und dann ist es auch okay. Heute gestaltet Patricia mit ihrem Team die Ritterspiele. Sie entwirft ihre eigenen Shows und sitzt als Dannfrau sogar selbst im Sattel. Es war immer eine ganz mystische andere Stimmung auf dem Platz und das habe ich schon als Kind mitgekriegt und habe dann halt mit 12, 13 auch wirklich angefangen, dann bei den Pferden zu helfen und bin halt so in das Ganze auch reingewachsen, in die Show vor allem. Das Gefühl ist super schön, es ist halt, das Team ist halt da und das Teamfeeling ist super schön. Und das erste Mal, als ich es gemacht habe, war ich super aufgeregt, klar, vor 2.000 bis 3.000 Leuten rauszugehen und Texte zu sprechen oder seine Rolle zu reiten. Ist natürlich toll. Mir wurde als Kind schon immer gesagt, auch Patricia wird das mal übernehmen, weil ich wirklich schon wohl als kleines Kind rumlief und sagte, Papi, guck mal, hier fehlt noch ein Mülleimer und da ist ein Kabel und da können die doch stolpern und so. Und ich war auch immer sehr, sehr stolz auf meinen Vater, bin es auch immer noch. Also ich habe auch vor ein paar Jahren stand ich da und die Tribünen waren voll, die Stimmung war toll und ich habe mir das Walkie-Talkie genommen, habe ihm einfach gesagt,
so dass alles auch hören konnten. Ne? Ich bin einfach verdammt stolz auf dich. Und jetzt machen wir die Show und danach trinken wir ein Bier oder so. Es ist einfach, es ist auch eine wahnsinnige Liebe, die in diesem Familienbetrieb einfach auch steckt. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Und deswegen konnte ich mir auch immer vorstellen, das irgendwann mal zu übernehmen. Und Max war immer nicht so ganz begeistert dabei mit dem Anziehen und mit diesem Mittelalterlichen. Macht es denn einen Unterschied, ob das jetzt ein Sohn oder eine Tochter erbt? Es gibt ja bei vielen aristokratischen Familien, dass es eigentlich nur einen Sohn erben darf und auch nur, wenn er eine Frau von Stand heiratet. Ja. Gibt es bei Ihnen auch so eine Art Hausgesetz? Eigentlich nicht, nein. Bei uns geht es halt so, derjenige, der am geeignetesten ist. Natürlich ist die Sache mit dem Sohn das Weiterführen des Familiennamens. Das Thema Erbe ist bei allen Familien ein kniffliges. Die Geschwister des Grafen Beißel wurden abgefunden. Das größte Stück vom Kuchen bekam er als ältester Sohn. So war es in der letzten Generation und auch schon im Mittelalter. Der Adel hatte ein eigenes Recht, das die Lehen auf den jeweils Ältesten übertrug. Wie die anderen dann zu Rande kamen, war deren Problem. Außer sie wurden von ihrem Familienoberhaupt mit einer Apanage versehen und konnten dann natürlich vor sich hin leben, ohne arbeiten zu müssen, was ja im Volksmund für den ganzen Adel gilt, aber nicht stimmt. So mussten sich auch leer ausgegangene Ritter um einen Broterwerb bemühen. Im Mittelalter sah es so aus, dass der Ritter seinen Lebensunterhalt auch damit bestreiten konnte, dass er keinem Zweikampf aus dem Wege ging. Das bedeutete, wenn zwei Ritter aufeinander trafen und einer siegte, gehörte ihm alles, was der andere so mit sich trug. Von der Rüstung über die Dienerschaft, über die Pferde bis zu seiner eigenen Person, die man von daher bei einem Kampf, sagen wir mal, so weit wie möglich nicht in Stücke zu hacken suchte, sondern also er musste transportabel und am Leben sein. Denn dann bekam man für seine Reste noch Lösegeld von der Familie, sofern sie ihn wiederhaben wollte. Und wer zu Geld kam, wollte es auch investieren. Schon damals nicht immer ganz legal. Ritter konnten von den Einkünften dann auch Burgen bauen, was sie nicht durften. Burgenbau war Königsrecht und wenn der König nicht aufpasste oder die jeweiligen Landesherren, wurde fleißig Burgen gebaut. Sodass sich am Ende des 14. Jahrhunderts die Landesherren umschauten in ihren Ländern und sie waren voller Burgen, die ihnen nicht gehörten. Aber das war schwer zu verhindern, weil die Leute, mit denen sie diese Burgen hätten bekämpfen müssen, ja eben die Bauherren dieser Burgen gewesen waren, also der ritterliche, loyale Adel. Und dieser Adel vererbte den Besitz weiter, von einer Generation zur nächsten. Die Kosten für den Unterhalt vervielfachten sich im Laufe der Jahrhunderte. Sie passen ja darauf auf, wie oft Sie heizen und wie nicht. Ja. Aber was für Heizkosten haben Sie jetzt? Das müssen wir gleich mit meinem Mann besprechen. Ich glaube, es sind 28.000 Euro im Jahr. Wann? Im Jahr? Ja, mit unten und so weiter. Aber das und Strom kommt noch dazu? Strom kommt noch dazu, ja. Oh Gott. Was sind die größten Kostenfaktoren hier im Haus? Ich denke mal, das größte Problem ist das Dach. Das sind 2,1 Hektar Dach und das ist immer nur ein Stückchenweise repariert. Also wir haben es schon erlebt, dass es hier reinregnet. Nicht in diesem Raum, aber in dem Esszimmer hat es schon reingeregnet und in Maxes Zimmer auch schon. Ja. Also man hört das aber auch von jedem Schlossbesitzer, der Albtraum eines Schlossbesitzers. Albtraum ist das Dach, die Fenster, die Heizung und bei manchen auch die Kanalisation. Rohrbruch, noch kein Rohrbruch, seitdem ich hier bin. Da sehen wir jetzt dieses hässliche... Oh, was ist das? Was ist das denn? Da haben wir leider Motten im Haus, aber naja, das tun wir mal weg. Und Motten, ist das Motten zerfressen die Pullis und die Wintermäntel und so weiter und so fort. Ne? Kriegen Sie den aus so einem alten Gemäuer überhaupt raus, Motten? Nicht ganz so dolle, man muss halt damit leben. Ne? Gibt es denn sonst auch unliebsame andere Mitbewohner? Man hört manchmal so im Gemäuer rascheln, das könnten schon Mäuse sein. Ansonsten oben haben wir schon mal 3 Uhus gefunden, ganz tolle. Die schnarchen laut, man denkt, es ist ein alter Mann. So, dann vorsichtig rauf, weil diese Stufen sind sehr klein. Mäuseköttel. Mäuse und Fledermäuse. Wenn ich jetzt meinen Kopf nach oben richte, bedeutet das, dass jetzt eine Traube Fledermäuse über mir hängt? Nein, nein. Oder? Was ist das? Nee. Weil ich dachte nur gerade, die Mühe. Da habe ich gedacht, so kleine Hände, ne? Oh. Also da, das sind die Überseekoffer von
den Großeltern von meinem Mann, die sehr viel unterwegs waren. Das wird sein H. Metternich, weiß nicht, Helene, doch, die Großmutter. Die Tochter von der, in dem Goldrahmen, Helene Metternich, mit der Grafenkrone. Das ist quasi die Großmutter ihres Mannes? Genau. Und die Grafenkrone, die Grafen haben 9 Zacken und die Freiherren haben 7. Ja? Und je höher man dann kam, wenn man eine geschlossene Krone hat, ohne Zacken, dann gehört man dem Hochadel an. Also Prinzen, Herzoge und so weiter. Meinen Sie denn nicht, wir dürfen mal einen aufmachen? Klar. Wollen wir das Thema rauspicken? Ich fürchte, da ist nichts drin. Ich glaube nicht. Warum sollte auch was drin? Nee, das ist alles. Ich habe auch Angst, dass mir da gleich irgendein Viech entgegengeschossen wird. Nee, das machen wir nicht. Haben die Spinnen im Haus? Entsetzlich. Wie ist das für Sie? Grässlich. Sie kommen ja auch aus der Stadt, ne? Ich finde es furchtbar. Ich kriege nicht ganz so hysterische Schreikrämpfe mehr. Aber so angenehm, so dicke, fette Haare finde ich nicht schön. Ist hier was? Nein. Okay. Muss ich mich jetzt an den Kötteln festhalten, ja, um da runterzugehen? Ja? Huch, vorsichtig sein. Wenn wir nachher, wenn, dann bitte ins gleiche Krankenzimmer bewahren. Ja. Wir können uns, glaube ich, ganz gut dann mit Anekdoten über Spinnen und Fledermäuse. Ah, nee, hör auf. Wo sind Sie hauptsächlich aufgewachsen? Ich bin in Bonn geboren. Dann waren wir 6 Monate, glaube ich, ungefähr da. Und danach war es Edinburgh 3 Jahre, Washington 4 Jahre, Buenos Aires 5 Jahre. Berlin 3 Jahre, davon 2 im Internat in Sigmaringen. Dann sind wir nach Hamburg versetzt worden, also zurück nach Deutschland. Und dann sind Sie einmal um die Welt gezogen und dann nach Mechernich gezogen. Und dann nach Satzweil gezogen, ja. Genau. Ich glaube, Ihre Mutter hat auch wahnsinnig viel erlebt, ne? Meine Mutter hat auch wahnsinnig viel erlebt, ja. Da gibt es ja auch ganz lustige Fotos, die das ein bisschen dokumentieren. Meinen Sie, die zeigt uns die? Ja, ich denke, das wird sie gerne tun, weil das sind spannende Geschichten und das ist eben auch ein Teil der Familie. Über einem Wirtschaftsgebäude wohnt die Mutter von Gräfin Beißel. Das ist Brogan Julia Melchior. Hallo. Julia Melchior. Ich freue mich, Sie zu sehen. Mrs. Didi Brogan, eine Dame von 93 Jahren. Der Vater meines Mannes, ja? War der Vizepräsident des damals größten Zeitungskonzerns der Welt. Er ist 20 Mal um den Globus gereist und sie hatten überall Vertretungen, nur nicht bei den Russen, nicht bei den Chinesen aus zu und nicht mehr, wie die Nazis nach Deutschland gekommen sind. Ja? Ihre Schwiegereltern sind Amerikaner und, ja, ja. Und Sie sind Österreicherin? Gewesen, aber ich bin Amerikanerin seit 57 Jahren. Da sitzt der alte Brogan, ja? Da steht der Präsident Kennedy. Am nächsten Tag wurde er ermordet. Das ist in Dallas? Ja. Ja. Hier ist der alte Brogan mit dem Eisenhower, mit dem Präsidenten Eisenhower. Das ist der Präsident von Argentinien, der mochte meinen Mann sehr gerne. Wie haben Sie die Jahre in Argentinien erlebt? 5 Jahre, fantastisch. Die eleganteste Stadt damals noch. Das war noch so, wie Paris einmal war. Die Frauen der oberen Schicht sind 2-mal im Jahr nach Paris gefahren, um sich anzuziehen für die nächste Saison. Die Häuser waren fantastisch. Und es gab Personal, noch und noch und noch Personal, was ihr hier ja überhaupt nicht habt. Ne? Das ist ja... Heute noch weniger als früher, ne? Es ist überhaupt kein Mensch. Ja, zum Verzweifeln, dass man kein Personal hat. Der Vater von Gräfin Beißel, Mr. Brogan, ein Diplomat, ist erst vor wenigen Jahren gestorben. Im Alter waren er und seine Frau zu ihrer Tochter nach Satzweil gezogen. Das war, also hat sich enorm verändert. Ja. Mit viel Arbeit und viel Investitionen. Nicht? Ich finde ja, ich bin ja gegen diese Schlösser, wissen Sie, weil ich finde, sie fressen einen auf. Es ist, irgendwas bricht immer zusammen, entweder die Elektrizität oder die Wasserleitung oder der Kuckuck weiß was. Ich finde, wenn der Staat will, dass diese Schlösser erhalten bleiben, sollte er helfen, nicht mehr und mehr Steuern verlangen. Wir sind oft durch Frankreich gefahren, mein Mann und ich, mit dem Auto. Und da sieht man ein heruntergekommenes Schloss nach dem anderen. Die Leute geben es auf. Der Staat hilft nicht, dann steckt es euch auf den Hut. Sehen Sie denn auch die Opfer, die Ihre Tochter und Ihr Schwiegersohn... Allerdings, die leben, die arbeiten doch nur, um diesen Kasten zu erhalten. Ich hasse ihn. Das ist doch eine wahnsinnige Arbeit für Sie und für ihn.
Die arbeiten und die arme kleine Enkeltochter wird dasselbe tun, nicht? Für was? Die Burg als Hypothek. Wunderschön und doch ein Klotz am Bein. Ich muss nicht unbedingt in der Burg wohnen. Also mein Traum ist, irgendwann auszuziehen und ein modernes Haus zu haben. Aber ich finde es einfach wichtig, für die Familie einen Mittelpunkt zu haben, den sie also jederzeit ansteuern können. Wenn das nicht mein Wünschen und mein Trachten wäre, wäre es natürlich sehr viel einfacher von mir, heute hinzugehen, es einfach zu verkaufen und einen schönen Tag machen, noch die paar Jahre, die ich noch habe. Aber ich glaube, das wäre nicht im Sinne meiner Eltern gewesen, auch nicht im Sinne meiner Großeltern und auch nicht im Sinne der scheidenden Erben, die da waren. Die haben ja alle auf ihr Erbteil mehr oder weniger verzichten müssen, weil sonst kann man sowas nicht erhalten. Man kann nicht so eine Sache dann einfach, wenn man vier Kinder hat, einfach sagen, wir machen das durch vier. Meine Brüder haben alle ihre Abfindung bekommen, okay, aber ich habe den größeren Teil bekommen, aber habe auch dadurch die Verpflichtung übernommen, das auch zu erhalten und auch für sie weiter zu erhalten, doch für die nächste Generation. Ja, man muss auch so mutig sein und so kreativ. Ich meine, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn, die lassen sich ja allerhand einfallen mit Halloween steht jetzt an und den Ritterspielen jedes Jahr. Ja, die ganzen Ritterspiele und Winterreise, das ist aber alles sehr anstrengend und man hängt vom Wetter ab. Investiert man enorm viel Arbeit und strengt sich riesig an und dann kommt keiner. Aber es kommen immer genug, um dass es sich trägt. Also, ja, aber wenn das Wetter super schlecht ist, kommen natürlich viel weniger. Ja. Ist das das Leben, was Sie eigentlich Ihrer Tochter so gewünscht haben? Ach, wenn sie glücklich ist, das war so alles bestens. Und wir sind auch innigst befreundet. Ich könnte keinen besseren Schwiegersohn haben, wie ich habe. Fernsehen. Und gab es denn mal hier mehrere Fische? Haben Sie das mal erlebt? Ja. Es gab hier Forellen und Karpfen und Hechte sogar. Und Forellen lieben das saubere Wasser und hier ist es ein bisschen schlammig. Und das heißt, dass diese Forellen anders schmeckten, als wenn man sie frisch von der Ladentheke gekauft hat. Weil sie eben diesen Schlammmoddergeruch haben und dieses Fleisch von dieser Forelle war nicht so frisch, wie ich das gewohnt bin, wenn ich eine frische Flussforelle oder Bachforelle aus den Bergen gegessen habe. Dann habe ich sie nicht mehr gegessen. Gräfin Weißel, was ist denn das da oben für ein kleiner Erker? Ja, das ist lustig. Das ist der Abort, das war ein großes Luxus im Mittelalter. Da konnte man quasi die Notdurft errichten. Das war also aus dem Haus raus und in den Weiher, platsch. So, das heißt, man setzte sich auf den Balken und das, nee, das war schon ein Häuschen fiel und da war in den Weiher. Ein Loch drin und dann fiel das runter. Ja, so war das. Jetzt wundert mich aber auch nicht mehr, warum die Forelle dann so Papi schmeckte, ne? Mittlerweile sind die Ritterspiele kein Geheimtipp mehr. Mehr als 100.000 Besucher zieht es jährlich auf die Burg. Hunderte Mitwirkende und Schausteller leben für das Spektakel eine Woche lang in einer Zeltstadt. Das riecht nach Party und Vergnügen. Aber so im Mittelalter-Rausch fällt dann auch nicht mal der Ritter über das Burgfräulein vom Zelt nebenan her. Es sind schon Kinder gezeigt worden hier. Ja? Ja. Witzig. Ja. Und es sind auch immer dieselben Aktiven, die jedes Jahr hier zurückkehren? Nein, es werden auch immer wieder mal neue eingeladen. Es ist ein Haupttross und die können aber gerne auch wieder Leute vorschlagen. Man muss sich dann bewerben. Man guckt, wenn man sich noch nicht kennt, guckt man sich die Zelte an, guckt man sich die Gruppe an und die müssen schon passen. Wenn also Karnevalskostüme dabei sind oder so Nylon-Samt oder solche Sachen, dann passt das gar nicht. Doch nicht alle fühlen sich gut unterhalten. Einigen Bürgern von Satzwey passen die Ritterspiele überhaupt nicht. Ja, das ist natürlich ein menschliches Problem. Da diese Tausenden von Touristen die Burg Satzwey und nicht den Ort Satzwey zum Ziele haben, sieht man das mit einer gewissen Skepsis, weil im Ort Satzwey nicht viel Geld bleibt.
Das bleibt ja alles in der Burg. Würde der Ort Satzfey in entsprechendem Maße wirtschaftlich davon profitieren, würde man das natürlich alles mit großem Wohlwollen sehen. Gefährdet der wirtschaftliche Erfolg der gräflichen Familie womöglich den Dorffrieden? Ach, es sind immer nur zwei, drei sind das. Also das Gros steht absolut hinter einem. Ich habe immer versucht, die Leute möglichst zu integrieren, aber sie wollten es nicht. Und wir haben meistens also auch die Feuerwehr vom Nachbarort nehmen müssen, wenn die Anästhesie es nicht konnte oder wollte und so weiter. Und es war nicht immer ganz einfach, dieses Gleichgewicht zu halten. Auch beim eigenen Stand. So mancher Adlige soll schon mal die Nase gerümpft haben. Naja, man sah und sieht es skeptisch. Der alte Adel des Rheinlandes war immer etwas publikumsscheu, da das doch sehr weit von dem entfernt war, was die Burgen ursprünglich als Grundlage, als wirtschaftliche Grundlage hatten und was sie über Jahrhunderte hielt. Aber es hat geklappt, erstaunlicherweise. Es hat geklappt. 30 Jahre später gehört ihm die Burg immer noch und er hat sie in gutem Zustand, er unterhält sie, er bewohnt sie. Und es ist natürlich nicht mehr der abgeschiedene Rittersitz, also dieses Tusculum, das es früher mal gewesen ist, sondern es ist eine Location, wie man neudeutsch sagt, voller Leben, voller Publikumsverkehr. So, eine kleine Möhre. Na, Püppi kommt. Vielleicht sollen wir den auch schon lassen. Ja, vielleicht will die Arme nicht, ne? Da. Und wenn wir so zurückblicken, wir erzählten, dass es auch mal ihr Traum war, Schlossherrin zu sein. Und jetzt erleben Sie das Schicksal, Schlossbesitzerin zu sein. Sind Sie in der Nachbetrachtung zufrieden, so wie es alles verlaufen ist? Ich denke oft darüber nach, was ich hätte vielleicht wann wie anders machen können. Und dann komme ich doch zum Schluss, dass ich es wahrscheinlich alles doch nicht hätte anders gemacht. Und zufrieden bin ich wahrscheinlich nie mit dem, was ich hinkriege. Aber manchmal erlaube ich mir so einen Moment zu sagen, das hast du nicht schlecht gemacht. Jetzt darf ich Ihnen noch unseren kleinen Superstar wiedergeben. Chica, kommst du wieder? Ja. Vielen Dank, Gräfin. Machen Sie es gut. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute.